Liebe Familie, Tuna Taxis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist schon ein ganz besonderer Termin und eine besondere Woche. Es ist jetzt meine royale Woche. Ja? Erst Prinz Charles, jetzt Sie, lieber Fürst. Ja? Also ich freue mich da wirklich sehr. Bin jetzt auch schon im Gefühl richtig, sowohl in den Anreden als auch im Miteinander. Beide verbindet ja was. Also nicht nur, dass Sie sich kennen und schätzen, auch nochmal übrigens schöne Grüße darf ich Ihnen ausrichten. Er hat sich ausdrücklich nach Ihnen erkundigt und ich habe gesagt, Sie sind wie immer und es hat Ihnen gefallen. Beide haben etwas, was man normalerweise nicht vermutet. Während Prinz Charles sich sehr um Ökologie kümmert, kümmert sich Ihr Haus sehr stark um Soziale und um den Glauben. Das sind Verbindungen an der Stelle, die zeigen, dass unabhängig von Amt und Stellung man mehr tun kann als seine Pflicht und sich auch um andere kümmert. Und wenn man auch selbst auf der glücklichen Seite des Lebens steht, dass man nicht die vergisst, die auf der anderen Seite stehen. Insofern ist es heute ein ganz besonderer Anlass, der uns hier zusammengeführt hat. 100 Jahre Almenspeise. Zunächst einmal, meine Damen und Herren, in unserer heutigen Zeit sagt man, braucht man es heute, damals war es, glaube ich, sehr selbstverständlich. Der Erste Weltkrieg war vorbei, es kamen Hunderttausende von Soldaten zurück, verwundet, einsam, ohne jede Perspektive. Zu der Zeit kam dann auch noch eine große Grippewelle, was heute nicht so stark anmutet, hat damals zu unendlich viel Leid geführt. Es gab auch keine Perspektive, schwer war Wirtschaft, Menschen waren arm und hatten nichts zu essen. Da war diese fürstliche Notstandsküche schon ein echter Lebensretter für viele Menschen und war eine echte Hilfe. Übrigens schon allein deswegen, weil ein Essen am Tag nicht nur als Mahlzeit gesehen wird, sondern auch soziales Miteinander, ein fester Fixpunkt im Tagesablauf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Der Freistaat Bayern ist heute ein unglaublich reiches Land, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Normalerweise gibt es kaum reichere und erfolgreiche Länder. Der Finanzminister hat dieser Tage sogar gesagt, dass Bayern noch steigende Steuereinnahmen hat, während der Bund sinkende hat. Also deutlicher kann man jetzt nicht sagen, ja, dass Bayern besser ist. Aber, meine Damen und Herren, reicht das? Reicht das? Oder ist es genug? Oder heißt es, dass jeder in Bayern, dass es jedem in Bayern gut geht? Genau eben nicht. Es gibt unglaublich viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und es ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern. Staat und Gesellschaft. Der Staat macht dafür. Wir von Seiten des Freistaats Bayerns widmen uns jetzt erstmals überhaupt, weil es eigentlich nicht in der Zuständigkeit liegt, liebe Kerstin, kümmern wir uns um das Thema Obdachlosenhilfe. Wir wollen Menschen ein Stück weit Hilfe geben, Selbstständigkeit, Respekt, körperlich wie geistige Hilfe, vielleicht einen Weg zurückzufinden, aber selbst wenn das nicht klappen sollte, den Menschen wie einen Menschen zu behandeln und ihm seine Würde zu lassen. Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Staatsministerin Schleyer, sehr geehrter Herr Staatsminister Frank, sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages und des Landtages, sehr geehrte Stadträte, verehrte Damen und Herren, meine Mutter und ich, so wie alle in der Notstandsküche Beschäftigten, freuen uns sehr darüber, dass Sie heute bei uns sind, um mit uns dieses schöne Jubiläum zu feiern und dass Sie durch Ihre Anwesenheit deutlich machen, dass privates, soziales Engagement früher wie heute wichtig ist. Vor 100 Jahren gründete mein Urgroßvater Fürst Albert die Notstandsküche, 1919. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war Regensburg, wie das ganze Land und ganz Europa, von schrecklicher Not gekennzeichnet. Dadurch, dass meine Urgroßmutter Fürstin Margarete als Krankenschwester im Lazarett tätig war, hatte sie direkten Kontakt mit dieser Not und wusste, wie wichtig konkrete Hilfe war und wie diese auszuschauen hatte. Es war ihr ein Herzensanliegen, notdürftigen Menschen mit einer warmen Mahlzeit zu helfen und ihnen auch einen Ort der Geborgenheit und Nähe zu bieten.